Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Go Space Program. Ja, gestern habe ich gute 2 Stunden mit der Group aufgenommen. GTA, das seht ihr ja eh, habt ihr eh schon seit letzter Woche gesehen. Und wir müssen heute unsere Freunde vom Mann retten. Und dafür nehmen wir unsere Expansa Ventura wieder her. Ein bisschen modifiziert. Ich habe hier einen Monopropellant-Tank eingebaut mit 8 Schubdüsen. Ich habe hier oben noch einen Docking-Port eingebaut. Und ja, das Teil sollte dementsprechend auch zum Docken verwendet werden können. Aber da schauen wir jetzt erstmal weiter. Rakete ist ready. Wir schauen mal, wie schaut es aus mit Personal. Wir brauchen einen freien Platz. Valentina fliegt das Teil. Wir haben ihn noch Piloten. Und jetzt würde ich sagen, ab geht's auf die Startbahn. Ich will jetzt immer schauen, dass wir da endlich mit der Space Station vorankommen. Wir müssen endlich Bohrer abkaufen und wir müssen Erz produzieren oder halt wenigstens hochschicken mit Raketen. Ich will da oben anfangen, das Ding hochzuziehen, wie Sau. Oder wir bauen viel Lagerplatz auch. Viel. Und viele Leute oben. Das wird ein heftiges Teil. Okay. Valentina. 3, 2. Aber was ist das jetzt? Was ist das? 3, 2, 1. Liftoff. Jetzt seht ihr mal live, wie die Ventura fliegt. Die habt ihr ja bis jetzt nur im Musikvideo gesehen. Also, den Anfang halt. Ja, mein Plan war, dass ich jetzt nach den 3 Folgen, die wir jetzt aufnehmen, erst nochmal ein bisschen farme. Und dann morgen die nächsten 3 Folgen aufnehmen. Beziehungsweise heute muss ich noch ein Logo designen für die ganzen Sachen, die wir gestern aufgenommen haben und. Aber dafür brauche ich erst bestimmte Sachen und die müssen erst bei mir ankommen. Und ich glaube noch nicht, dass die bei mir ankommen würden. Schaut auf jeden Fall nicht aus. So, biegen. Gehen schon mal in den Seitenflug. Bremsen! Danke, dass Sie sich für Raxamus Space Engineering entschieden haben. Das Minja-Sonde hat den Betrieb wieder aufgenommen. Ist der im Minmus rum? Hat er noch Aufgaben oder kann man den deaktivieren fürs Erste? Ich weiß es nicht. Die ersten Stages sind deaktiviert, abkoppeln. Und Ade. Aber sehr interessant, wie die unterschiedlich sich treffen auch. Wir sind auf 40.000, gehen in einen flachen Orbit. Oder flacheren Orbit, ich bin schlau. Wir sind noch nicht mal im Orbit, wir sind erst im Suborbit. Noch nicht mal da sind wir. In eine steilere Flugkurve. Flachere. Damit wir das hier auch schneller hochkriegen. Wir haben da nochmal 900 drin. 1200. Sollte easy reichen eigentlich. Eigentlich. Schau mal. Ich habe jetzt auch alle Triebwerke geupgradet. Bedeutet, es sollte reichen. Nahrung reicht für über ein Jahr. Wieder rein theoretisch können wir die auch oben docken und haben noch eine extra Versorgung. Verbindung ist auch gut. Da müssen wir hin. Wir fliegen eigentlich genau in die Gegenrichtung. Aber scheiß drauf. Ganz flacher Orbit. Schauen wir mal. 360 Kilometer noch die eine Seite unter der Erde. So. Ausschalten, dekoppeln. RA. Bisschen Entfernung reinkriegen. So. R wieder deaktivieren. Und. Guten Tag. Die Sonde haben wir auch mit. Die wird auch wieder so als kleiner Satellit einfach irgendwie gelten. Wenn wir irgendwo rauslassen und dann sollte sich da oben ein bisschen selber adjustieren.
ist die Sonde drin. Da ist der Decoupler für da unten drin. Na, das passt eh eigentlich. Das ist hier oben. Ist der? Ich brauche den anderen. Wo ist denn der? Da ist der. Dann wird eh davor decoupled. Dann wird das decoupled und das muss eigentlich relativ alles gleichzeitig decoupled werden, oder? Bloß als erstes werden die kleinen Shoots dann geöffnet, danach erst die großen Shoots. Was ist das für ein Unterschied? Ach, das ist der kleine. Der ist der kleine, der Wurst, damit die dann verschwinden. Die beiden werden wir relativ gleichzeitig entlassen. Passt. Die ist auch nicht relativ, die reagiert sehr gut, finde ich. Das ist das Schöne an der Rakete. 113 ist der höchste Punkt, den wir erreichen können. Ich habe den Dreck wieder aktiviert. So. Hier vorspulen. Ist ja noch 50 Sekunden gewesen. Und ich würde so sagen, wir starten die Antriebe. So. Damit der Orbit hinten mal schnell rauskommt. Passt mir das? Perfekt. Ja, so wollen wir das. 100 Kilometer unter der Atmosphäre. Perfekt. Und wir sind im Orbit und haben noch 500 ms in der Stage. Nochmal die Rakete anschauen. Danach sind wir eh schon in der Landungsstage rein, theoretisch. Die hat 26 Burns, 23 Minuten Bremszeit. Die Tanks sind auch schon halb leer, ja. Wir müssen jetzt schauen, dass wir einen guten Angriffswinkel auf den Mann kriegen. Kann ich da hinzufügen? Da haben wir schon einen. Hier relativ, ja, das passt schon. Ausrichten. 800 ms sollten wir überleben können. Sollten. Dann landen und dann docken ist die Frage, oder ob wir sie beide zurückschicken und später mit dem Transportshuttle hochschicken, das dann vor Ort wartet. Weil ich weiß nicht, wie lange dieses Riesending aushält. Man könnte sie ja wahrscheinlich in einem harten Entry-Burn auch reinschicken, aber... Übertreiben muss man nicht auch nicht. Aber warte mal, stopp! Ich glaube, wir müssen schon burnen. So. Wir fliegen wieder zum Mann, den haben wir schon 100 Mal besucht. Ich überlege die ganze Zeit, wie wir am schlauesten es schaffen würden, Richtung Duna zu kommen. Ich würde gerne Duna-Mission machen, bloß Nahrung, Versorgung und alles, ne? Das ist halt scheiße. Und genügend Sprit und alles zu haben, ist eher problematisch. Das war die erste Stage und jetzt die nächste Stage. Und Ade. Die Stage zieht jetzt noch ordentlich rein, die braucht halt seine Zeit. Währenddessen tun wir mal vom Satelliten die Solarpaneele öffnen, damit die uns währenddessen versorgen können. Außerdem tun wir die Kommunikation hochfahren.
müssen wir erstmal hier die Steuerung übernehmen. Denn wir sind kurz vorm Approach. Will nicht zu weit wegschießen, das ist es halt. Deswegen ein bisschen mehr Burn lieber. Passt. Gut. Jetzt weiter in the procedure sozusagen. Du bist ausgefahren. Ich sehe nichts, das ist dreckig. So. Und so. Bedeutet, die Rakete ist ready für den Übergang zum Mann. Expensa Ventura durchquert die Strahlungsgürtel extremer Strahlung ausgesetzt. Und da ist auch unser Ziel. Wir müssen jetzt dann nur schauen, dass wir so hinkommen, dass Moon Keyfane, das ist die 001, die Keyfane, die müssen wir erreichen. Egal wie, wir müssen so nah wie möglich ran. Hier vorspulen. Das Problem ist, ich glaube, diese Stage ist auch die Landungsstage, ne? Ja. Wie habe ich das nochmal geschafft? Habe ich die andere Stage irgendwie schon aktiviert gehabt, oder? Irgendwie war das bei Minden was einfacher. Ansonsten hätten wir genug Essensversorgung wegen dem nächsten Schimmer. Hört sich pessimistisch an, ist aber positiv gemeint. Dann schickt man nicht kleine Dropships hoch oder sowas. Dann müssen wir nochmal den ganzen Plan überlegen. Aber ansonsten können wir echt das Ding einfach hochschicken zur Station, wenn sich nichts mehr wirklich ausgeht. Versuchen wir so nach wie möglich in Orbit zu schicken, den Rest mal mit RCS. Ziehen jetzt erstmal den Orbit ein und dann können wir rumarbeiten. Das passt. Ja, das ist sehr, sehr knapp. Das war jetzt nicht so geplant. Hierher vorspulen. Jetzt haben wir fast in 12 Minuten schon eine Mission zum Minimus gemacht. Früher haben wir gleich 2 Folgen teilweise gebraucht. Und halt, diese hohe Aktionsrate, ne? Die kann gut. Die arbeitet gut, die Rakete. Jetzt müssen wir nur die Rakete dann so anpassen, dass sie an dem Punkt, wo wir sagen, okay, wir wollen runter und noch ankommt. Wir haben auch hier nicht mehr viel in den Stages drin. Das ist das Problem. 300 MS, also wir haben jetzt 300 gebraucht und von 600 auf 500. Oh shit. Nicht gut, nicht gut. Das ist nicht die Landungsstage. Das hat bei mir noch besser funktioniert. Aber da hat der Überge. Habe ich da was anders gemacht? Irgendwas mache ich falsch. Das müsst ihr mal in die Kommentare schreiben, was ich da falsch mache die ganze Zeit. Weil irgendwie ist die sehr ineffizient gewesen jetzt bis jetzt. Und jetzt schon die Wand? Nee, ich will warten, bis ich. Wir drehen uns außerdem gegen gleich zur Station. Station 001, die hat jetzt 6 Kamen Dorfzeit. Der Moon Keyfane ist noch bei 99%, aushalten tut sie noch lange. Ich will es aber zurückbringen, ich will sie nur zurück nach Hause.
Vielleicht ist es soweit. Da ist er. Dann können wir ausrichten anfangen. Entschuldigung. So, Leute. Und jetzt würde ich sagen, müssen wir ausrichten, aber das machen wir jetzt doch in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt den Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wo wir hoffentlich die Rettung vornehmen können. Also, bis dann. Ciao. Everything changes.